In den Bergen im Nordwesten Österreichs, in der Nähe von Salzburg, befindet sich ein riesiger Naturraum, das Abtenautal. Es wird von der Lammer durchflossen und von den gebirgsmassiven Tennen, Salzkammergut und Dachstein dominiert. In dieser Umgebung, die ihm seinen Namen gab, entwickelte sich das Abtenauer Pferd auf natürliche Weise aus 100 Stuten. Diese Pferde, die sich besonders gut für die Fortbewegung in den Bergen eignen, waren einst, vor dem Aufkommen motorisierter Fahrzeuge, für den Transport schwerer Lasten unverzichtbar. Der Abtenauer ist keine Rasse, sondern eine Art des norischen Pferdes. Es stammt aus der Kreuzung zwischen dem Ardenner und dem Burgunderpferd und wurde dann vom neapolitanischen und dem reinrassigen spanischen Pferd beeinflusst. Um ihm eine verfeinerte Morphologie zu verleihen, wurde es im 19. Jahrhundert mit dem Normannenpferd, dem Cleveland Bay, dem Holsteiner, dem ungarischen Zugpferd, dem Clydesdale und dem Oldenburg gekreuzt. Der Abtenauer ist ein eher stämmiges und kleines Pferd. Anmutig und flüssig in seinen Bewegungen, hat er einen niedrigen Schwerpunkt, der ihm eine unglaubliche Balance verleiht. Die Farbe seines Fells ist im Allgemeinen kastanienbraun oder schwarz und seltener gefleckt. Er ist 1,44 Meter bis 1,53 Meter groß und wiegt durchschnittlich 600 Kilogramm. Das Abtenauer Pferd hat alle Eigenschaften eines guten Reitpferdes, ist jedoch ruhiger und hat ein gelehrigeres Temperament als dieses. Der frei in seinen Bergen in Österreich lebende Abtenauer erhält einmal pro Woche Salz, um zu verhindern, dass er wieder völlig verwildert. Das Abtenauer gilt als ausgezeichnetes Bergpferd und eignet sich ideal zum Ziehen schwerer Lasten und zum Bewegen über bergiges oder unebenes Gelände. Leider wird der Abtenauer immer seltener. Tatsächlich bestand die Herde 1939 aus 178 Individuen, heute sind es weniger als 100.